Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer Folge FIFA 17 und ich bin mega gehypt und deswegen spielen wir The Journey und ich habe vorhin schon mal ganz kurz reingeguckt. Puh, ist es so geil. Also los geht's. 3, 2, 1. Did they spell your name right, mes petits? All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? So, und da können wir auch schon das erste Mal eine Aktivität, die wir sagen. Wollen wählen und wir nehmen einfach mal die, würde ich sagen, oder? Bag one for me, mate. Good luck. Time to make my mark. Das wird's natürlich ein wenig enttäuschend. It's time. Well, that's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. So, und nun haben wir die Wahl, wollen wir mit dem ganzen Team spielen oder wollen wir nur mit Hunter spielen, der hier ja ein wenig die Rolle hat und die Hauptrolle praktisch in diesem Story-Mode und wir entscheiden uns natürlich für mit Hunter, weil ich es einfach ganz cool finde. Und hier seht ihr schon die Aufstellung mal so ganz kurz, wir spielen natürlich mit Manchester United und das Ganze gegen Chelsea und wir machen einfach mal auswählen und Start. Achso, ja, gut. Die Tabelle ist ja auch noch und das habe ich vorhin schon mal gesehen. Ich finde das einfach mega cool gemacht, dass man hier noch so eine Tabelle mit einbaut, dass man halt wirklich sieht, wo stehen die Teams, wie sieht es generell so aus. Und da sehen wir, wir sind derzeit auf dem 6. Platz und mal gucken, was wir ändern können. Also los geht's. Hi there everybody, Martin Tyler with you, Alan Smith alongside me. And we're at the home of Chelsea today, Stamford Bridge. Can't wait for this one. It's a full house and two excellent teams on view. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s. They love young players. And they've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two excited players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here, and they'll be getting right behind him, I'm sure. So we've started on opening day at Stamford Bridge. Manchester United now on the attack. That's a marvellous goal from Walker. Well, you couldn't have scripted it, could you? What a moment for him. Well, not the start in the first half of the first game of the season that Chelsea were looking for. They have conceded their first goal in this new season and they haven't replied. Looking for an equaliser. And that's the Chelsea equaliser. Well taken and well deserved too, I think. Manchester United are going to make a change with 20 minutes to go. Hunter or Mill. Endlich geht's los. And it's Alex Hunter who's warming up. This will be his debut. Well, a bold move from the Manchester United coaching staff here.
It's not the friendliest of environments in which to make your first appearance. Yeah, he's just going to have to deal with it. He needs a good big match temperament here. Welcome to the Premier League, son. Gaffer wants you to get after that back four. Centre halves are fading. Who's your pace? Get in behind them, right? You ready, lad? Und die nächste Antwort. Ich sag mal, ist ein Spiel wie jedes andere und bloß. Just another game, ain't it, Mr. Butler? Give him a chase then, son. Quarter of an hour left. On comes Alex Hunter. Well, the Manchester United manager being really positive, showing a sign of intent. Beeindrucke den Boss, ist das Ziel 7,0. Teamspieler holt ja eine Vorlage, ist natürlich das Ziel eine. So, das letzte habe ich jetzt gar nicht lesen können, aber auf jeden Fall, wir sprinten gerade auf den Platz. Und würde ich sagen, geht's gleich los. Ja, ich bin schon richtig aufgeregt. Also das habe ich jetzt wirklich noch nicht gespielt, aber los geht's. Time ticking on. Just over 15 minutes to go. Ich bin hier ein bisschen frei. Und eventuell jetzt das erste Mal am Ball. Hier der Ball. Schade. Ich warte hier immer noch auf mein Zuspiel. Aber natürlich, die neuen Spieler werden noch nicht so direkt angespielt und Hunter 5,7. Ich möchte natürlich eine 7,0 haben, aber mal gucken, was sich ergibt. Auf jeden Fall. Naja, mal gucken. Ich weiß ja noch nicht. So. Jetzt gibt es erstmal einen Freistoß und mal gucken, was wir draus machen können. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen mehr als nur das Spiel spielen können. Vielleicht mal generell so 2-3 Spiele. Ist ja nur eine Demo, aber ich werde das auf jeden Fall als Let's Play dann noch bringen, wenn das Spiel raus ist. So. Ich laufe mich immer ein bisschen frei. Also hier vielleicht. Das ist ja von Rooney eine miserable Leistung. Interessantes Bild. So soll er also aussehen. Der James. All Alex's family, I think, up in that so, und wir sollen hier mehr oder weniger hinten bleiben, erhörte ich. Aber sind jetzt doch vorne gewesen, keine Ahnung. So, wir müssen uns auf jeden Fall frei spielen. Und ich weiß gar nicht, ich müsste doch eigentlich auch auf dieser Position hier spielen, oder? Ich probiere hier mal ein bisschen den Konter einleiten zu können. Michael Carrick. Und da hatten wir schon. Das war natürlich jetzt. Das war bitter. Schwacher Pass, ja. Okay, das kann ich überstehen. Da hätte wesentlich mehr bei rauskommen können. Sehr schön. Starker Pass. Und jetzt wird auch mit mir gespielt und das gefällt mir natürlich sehr gut. Nach außen. Rooney. Hier. Ich biete mich wieder an. Sehr schön. Boah. Super Vorlage und jetzt muss er doch reingehen. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber eine 7,0 können wir erreichen. Da müssen wir aber jetzt wirklich alle Arschbacken zusammenkneifen. Und da waren wir zu langsam. Da ist der Hunter noch ein wenig zu langsam. The Hunter. Der Jäger müsste es doch heißen, oder? Wartet. Das quietscht schon angenehm. Entschuldigung. Das ist so mit dem, Mikrofon. Ne? So. 6,6, also ich denke, eine 7,0 wird schaffbar sein. So. Morgan Schneiderle. Here's Martial. Into the attacking third. Sehr schön. Nach außen. With such great passing. Supporting player alongside. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schwach. Aber mal gucken. Schwacher ist ja noch lange nicht verloren. Kein Beiserspruch, aber es ist einer. Okay.
würde gerne den da vorne hier mal decken. Kann ja nie wissen. Und okay. Und bitte jetzt mal den Ball hier in unsere Reihen bringen. Das würde mir sehr gefallen. Ich fordere auch mal einen Pass tatsächlich. Ja, okay. Hätte ich den mal lieber nicht gefordert. Aber hab mich ja gerettet, mehr oder weniger. Oh Mann. Oh! Hier. Flanke los. Eine Flanke. Was macht denn der Rooney? Ist das nicht Rooney? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ziemlich kacke, was der da macht. Och Mann. Da hätte ich wesentlich früher losspringen müssen und den Zweikampf hier gewinnen wir auch nicht. Aber ich will unbedingt. Und! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Leute, wir haben Tor geschossen. Guckt's euch an. Alter, was war das denn gerade für eine Aktion? Das wäre mal ultra gut gespielt. Rechtsfuß auf jeden Fall, es gefällt mir. Bin ich auch. Kann ich mich mit Hunter identifizieren. Krass. Oh Mann, geil. Das ist natürlich jetzt auch für den Trainer mega motivierend. Wir sind jetzt auf ein 8-0 durch das Klassetor. Ich weiß nicht, ob wir jetzt beim Team so beliebt sind, aber mal gucken. Die Vorlage hätten wir noch machen müssen. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, beim Trainer generell beliebt zu sein. Gut, jetzt probieren wir auf jeden Fall noch gut mit dem Team zu spielen. Den Trainer lassen wir natürlich wie immer an. Den möchte ich jetzt anlassen, das Perfekt. Sehr schön. Gehe ich natürlich nach hier und Ecke. Da gibt es natürlich einen schlechten Versuch. Da sind wir wieder nur auf 8. Aber es gibt eine Ecke. Wenn wir so sehen. Gut. Mann. Achso, ich will hier mal Spieler wechseln. Oh, guter Versuch. Das war, ich muss das versuchen, der hätte auch besser ausgehen können, sagen wir es mal so. Sehr schön. Da natürlich, habe ich gar nicht gesehen, dass da irgendwie noch ein Bein oder so zwischen war. Das ist natürlich, das war eine starke Parade. Muss man sagen, muss man zugeben. Da haben die echt ins Zeug gelegt. Boah, schade. Hier, ich fordere mal einen Pass. Ich kann immer Pässe fordern. Irgendwie ist das ein bisschen eigenartig, dass man praktisch immer Pässe fordern kann. Egal, was man macht. Immer Pass fordern. Schuss anregen. Können wir ja mal machen. Sehr schön. Auf Rooney. Und. Ja, für schlechter Versuch. Okay, da ging es stark runter. Ja, jetzt probieren wir, glaube ich, zu doll ein Tor zu kriegen. Brauchen wir uns den nochmal angucken. Also, das war wirklich schlecht gemacht. Aber wir sind immer noch auf der 7-9 und wir sollten nur 7 erreichen. Also egal, was jetzt passiert, schief gehen sollte es nicht mehr. Oh. 8-0 wieder. Tor. Martial, oder? Heißt das so? Ja, genau. Krass, geil. Weiß gar nicht, nervt das Gelaber im Hintergrund? Also ich finde es ganz angenehm. Wunderschön. Sehr schön. So kann es weitergehen. Sehr schön. Machen wir hier mal ein bisschen beschleunigen. 3-1 Manchester United gegen Chelsea. Und das gefällt mir vom Ergebnis. Sehr gut.
Ich glaube, wir gefallen den Trainer hier heute auch. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt noch mehr spielen können als nur das bisschen. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein bisschen Spielraum in Anführungszeichen. Ich würde es mir wünschen. Two bright young things that I think are going to feature heavily in this team during the course of this season. Leistung, Ergebnis 8-0, haben wir keiner geschafft. Und gewinnen das Spiel, okay. Ja, okay, das hätten wir noch schaffen können. So, Highlights müssen wir uns jetzt nicht angucken. Wir können weitermachen, ich hoffe, dass wir jetzt nicht zum Menü zurückkommen. Dann... Ich drück fortfahren. Ja, es geht weiter. A dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? So. Ich bin der Chance dankbar. Ich hätte nicht damit gerechnet zu spielen. Man trainiert, um richtig im Moment bereit zu sein. Ich bin für die Chance dankbar. Yeah, yeah, amazing. I feel so fortunate, really. The team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. They put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. Yeah, I just feel really grateful to be here. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. So, das hätten wir uns anders vorgestellt. Das wäre ein besonderer Moment, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich sag mal, das hätten wir uns anders vorgestellt. I guess it wasn't quite how we dreamt it when we were kids. I'm pretty sure we were strike partners when we played it out, but yeah, I don't think either of us is complaining. I mean, look, it was a lot of fun, no doubt. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Unsere Meinung zu den, das Team hat gut harmoniert. Jedes Team kann jedes Spiel gewinnen. Ich will mein Team... Ich sag mal das. Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. Thank you, Alex. Thank you. Sehr schön. Trainingsplatz. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. It can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. Oh, we might as well pack this season in now. What's he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will. So, dann war es das anscheinend ja leider doch schon. Aber auf jeden Fall danke, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, in den nächsten Tagen werden wir auf jeden Fall nochmal Anstoß spielen. Falls ihr mehr FIFA sehen wollt, schaltet auf jeden Fall im nächsten Stream nochmal ein. Da werde ich jetzt in Zukunft auch sehr, sehr viel FIFA spielen. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis dann. Haut rein. Tschüss.